Ideen und Konzepte heutiger Computer- und Videogames haben ihren Ursprung in Spielen, die oftmals 30 Jahre und älter sind. Daher stelle ich euch in meiner Reihe Videogames aus meiner Jugend die Spiele vor, die ich damals toll fand. Seht also jetzt den zweiten Teil meines Dreiteilers, 30 tolle Games für die Atari VCS 2600. Viel Spaß! Hallo zusammen! Ich stelle euch mit meinem Dreiteiler insgesamt 30 Spiele für die Atari VCS 2600 vor. Im letzten Video waren das 10 Titel mit den Buchstaben von A bis D. Gerade die Konsole von Atari hat ja den Automatenherstellern ordentlich das Fürchten gelehrt. Videospiele gab es damit nämlich nicht mehr nur in der Spielhalle, sondern auch auf der heimischen Couch. Sie war damit für eine ganze Branche, so wie wir sie heute kennen, der Wegbereiter. Schauen wir also mal auf die nächsten 10 Titel auf meiner Liste. Die mit den Buchstaben von E bis O. Enduro, veröffentlicht 1983 von Activision. Rennspiele gab es für die Atari-Konsole natürlich schon ein paar. Aber keines hat mich so sehr gefesselt wie Enduro von Activision. Wahrscheinlich lag das am Versprechen des deutschen Untertitels. Transamerika-Rennen. Also nicht einfach nur immer wieder im Kreis, sondern einmal komplett durch Amerika. War in Wirklichkeit natürlich dann doch nicht so. Letztlich fuhr man immer nur eine Kombination von Geraden und Links- und Rechtskurven. Dabei musste man aber von Level zu Level immer mehr Autos überholen. Jeder Level hatte dabei 4 verschiedene Abschnitte, die man durchfahren musste. Der ganz normale Tag, wo alles ganz normal lief. Die Schneephase, an der das Auto dann doch schon mal ein bisschen ins Rutschen kam. Während der Nachtfahrt waren von den anderen Autos dann plötzlich nur noch die Rücklichter zu sehen. Und in der Nebelphase war zusätzlich die Sichtweite deutlich reduziert. Jede der Phasen hatte dabei einen kleinen grafischen Übergang. Es wurde also nicht plötzlich Nacht, sondern nach und nach immer dunkler. Also ein Spiel, das man wirklich stundenlang spielen konnte. Wenn man sich Mühe gab, sogar am Stück. Da war dann wirklich Ausdauer gefragt. Freeway, veröffentlicht 1981 von Activision. Warum lief das Huhn über die Straße? Weil es auf die andere Seite wollte. Damit ist eigentlich schon der ganze Spielgedanke von Freeway erklärt. Man muss mit seinem Huhn einfach nur einen mehrspurigen Freeway überqueren. Wie in Amerika üblich, fahren die Autos auf jeder Spur unterschiedlich schnell. Man muss also ordentlich aufpassen, wenn man die nächste Spur überquert. Wurde man dabei von einem Auto erwischt, ging es einfach wieder ein paar Fahrspuren nach unten. Ziel war, so viele Hühner wie möglich über die Straße zu führen. Man konnte das Spiel zwar alleine spielen, aber das war eigentlich immer nur sowas wie Training. Richtig Spaß hat Freeway immer dann gemacht, wenn man es mit, oder besser gesagt gegen, einen Freund gespielt hat. Frogger, veröffentlicht 1982 von Parker Brothers. Wollte man in den 80er Jahren ein Mädchen begeistern, musste man unbedingt mit ihr Frogger spielen. Keine Ahnung, was in den Köpfen von Frauen vorgeht, wenn es um Frösche geht, aber sei's drum. Bei Frogger ging es darum, einen Frosch zunächst über die Straße und danach über einen Fluss zu helfen, sodass er sicher an seinem Tümpel ankommt. Auf der Straße musste man natürlich aufpassen, dass der Frosch nicht von einem Auto zermatscht wurde. Auf dem Fluss waren die schwimmenden Schildkröten immer sehr hilfreich, solange sie nicht abtauchten. Aber auch die Baumstämme waren tückisch. Obwohl da manchmal ein hübsches Froschfräulein drauf saß, auf das man für extra Punkte draufspringen konnte. So langsam dämmert mir, was die Mädchen damals an dem Spiel witzig fanden. Na egal, Hauptsache es hat Spaß gemacht. Haunted House, veröffentlicht 1982 von Atari. In diesem Spiel musste man eine Urne im verwunschenen Haus von Mr. Graves finden. Die Urne war in 3 Teile zerbrochen und zufällig über die 4 Stockwerke des Hauses verteilt. Bei der Suche durfte man sich allerdings nicht von der Spinne oder der Fledermaus berühren lassen, die ebenfalls in diesem Haus lebten. Und auch der Geist von Mr. Graves trieb nach wie vor dort sein Unwesen. Also Abstand halten. Neben den Urnenteilen konnte man allerdings auch noch einen Schlüssel und einen Zauberstab finden, die ab und an hilfreich sein konnten. Allerdings konnte man immer nur einen Gegenstand tragen. Man musste sich also entscheiden. Entweder Teile der Urne oder Schlüssel oder Zauberstab. Zu allem Überfluss konnte man die Gegenstände nur dann sehen, wenn man sich mit einem Streichholz kurzfristig Licht gemacht hat. Das Streichholz ging dann sogar auch immer aus, wenn das Getier oder etwa der Geist das gleiche Zimmer betraten. Für ein Videospiel der 80er Jahre war das schon richtig gruselig. Spannung war da garantiert.
H-E-R-O, veröffentlicht 1984 von Activision. Eigentlich steht HERO ja für Helicopter Emergency Rescue Operation. Dabei steuert man die Spielfigur namens R-Hero durch eine Mine, aus der man verunglückte Bergleute retten muss. Dass der Held ausgerechnet R-Hero hieß, übersetzt also unser Held, war mir tatsächlich bis zur Recherche zu diesem Spiel erstmal wieder komplett entfallen. Zeigt aber, dass man bei Activision schon damals eine Geschichte rund um das Spiel erzählen wollte. Und damals waren die Spiele von Activision noch richtig klasse. Mit einem Hubschrauber auf den Rücken, einem Laser am Helm und ein paar Stangen Sprengstoff macht man sich also auf in die Mine, um die verunglückten Bergleute zu retten. Mit dem Laser brutzelte man lästiges Ungeziefer und mit dem Sprengstoff konnte man die eine oder andere Wand sprengen, die ansonsten im Weg war. Das Hubschrauber-Backpack war aber das eigentliche Highlight. Denn mit ihm konnte man erst den richtigen Weg durch das Labyrinth finden und gefährliche Abgründe überwinden. Verschiedentlich durfte man dabei dann auch bestimmte Wände nicht berühren, da diese noch rot vor Hitze glühten. Schade, dass die Anzahl der Levels begrenzt war. Ich habe HERO nämlich für viele Stunden gespielt. Heute gäbe es für das Spiel sicherlich mehrere DLCs. Joust, veröffentlicht 1983 von Atari. Joust war eines jener Spiele, die eigentlich als Automat in Spielhallen, Kaufhäusern oder zwielichtigen Bahnhofskneipen standen. Als das Spiel dann schließlich für die Konsole portiert wurde, musste ich das einfach haben. Das Spielprinzip von Joust ist dabei eigentlich ganz einfach. Man spielt einen Ritter mit Lanze, der auf einem Strauß reitet. Aufgabe ist es, die anderen Ritter mit Lanze, die ebenfalls auf Sträußen reiten, zu treffen. Der Ritter, der nur ein bisschen höher ist als der andere, landet dabei den Treffer. Das Spielfeld sind dabei verschiedene Plattformen. Über die kann man zwar laufen, aber um die Lücken zwischen den Plattformen zu überwinden oder um eine Plattform höher zu steigen, muss man mit seinem Strauß fliegen. Fliegen ging aber nur, indem man rhythmisch auf den Feuerknopf drückte. Jeder Druck auf den Feuerknopf war nämlich ein einzelner Flügelschlag. Eine wilde Herumdrückerei auf dem Feuerknopf brachte einem also überhaupt nichts. In der damaligen Fachpresse kam diese Version für die Atari-Konsole allerdings nicht besonders gut weg. Das lag in erster Linie daran, dass dieser Portierung das eine oder andere Element der Automatenversion einfach fehlte. Stimmt, war korrekt, Spaß hat das Spiel aber trotzdem gemacht. Besonders wenn man es zu zweit gespielt hat. Jungle Hunt, veröffentlicht 1983 von Atari. Würde man dieses Spiel heute veröffentlichen, würde es garantiert heißen The Epic Quest of Mighty Tarzan. Denn es hat eigentlich alles, was man von so einem Titel erwarten würde. Der Held schwingt sich im Dschungel von Liane zu Liane. Er durchschwimmt einen Fluss voller bissiger Krokodile, muss dann gefährlichen Felsbrocken ausweichen, um schließlich dem wilden eingeborenen König die holde Jungfer zu entreißen. So sieht's aus, das Heldenleben. Übrigens, Jungle Hunt war eines der ersten Spiele, die nach links gescrollt sind. War mir damals eigentlich gar nicht so bewusst. Damals war ich eigentlich schon ganz froh, wenn nicht irgendwelche Affen mit Kokosnüssen oder Fässern nach mir geworfen haben. Dafür müsste man heute in das Spiel noch einen Johnny Weissmüller Gedenkschrei mit einbauen und natürlich das Klischee des Urwaldslängs erfüllen. Tolles Spiel, ich viel Spaß. Keystone Capers, veröffentlicht 1983 von Activision. Eigentlich handelt es sich bei Keystone Capers um ein ganz klassisches Räuber- und Gendarmspiel. Als guter Polizist, erkennbar an der Melone auf dem Kopf, und damit ist jetzt ein Hut gemeint, muss man einen Verbrecher fangen, erkennbar an der gestreiften Gefängnisuniform. Dazu jagt man ihn durch drei Etagen eines Kaufhauses und muss diesen Schurken fassen, bevor er über das Dach entkommt. Wie das in den Kaufhäusern der 80er Jahren so üblich war, liegen dort natürlich auch jede Menge Bonusgegenstände herum. Koffer mit Geld, aber auch Hindernisse. So waren die Einkaufswagen, schwebenden Bomben oder Spielzeugflugzeuge ganz schön knifflig. Da heißt es dann einfach drüber springen oder drunter wegducken. Um die Etage zu wechseln, nahm man entweder die Rolltreppe nach oben, die sich immer am entgegengesetzten Ende der Etage befand, oder man stieg in den Aufzug. Auf den Aufzug musste man allerdings immer warten und erfolgte seinem eigenen Fahrplan auf den Weg nach oben oder unten. Schnitt man dem Ganoven den Weg ab, machte er Kehrt und lief zurück. Er konnte dann sogar die Rolltreppen wieder hinunterrennen. Da sieht man mal wirklich das böse Gesicht des Verbrechens.
Mein selber konnte dann nämlich nur im Aufzug wieder nach unten fahren. Guter Polizist wegen der Melone und so. Das Spiel hat trotzdem immer wieder Spaß gemacht. Oink, veröffentlicht 1982 von Activision. Glück allein reicht nicht, Schwein muss man haben. Das ist eine der Werbebotschaften, die mir für Oink aus der damaligen Zeit noch in Erinnerung sind. Oink greift nämlich die Geschichte der drei kleinen Schweinchen auf, wo der große böse Wolf das Haus umblasen mag. Fragt mich jetzt aber bitte nicht nach der metaphorischen Bedeutung dieser Geschichte. Die Interpretation dazu überlasse ich anderen YouTubern. Im Spiel versucht der böse Wolf einfach Löcher in die Wand zu machen. Als kleines Schweinchen hat man nun die Aufgabe, mit Steinen diese Löcher einfach wieder zu verschließen. Das war so ein bisschen umgekehrtes Breakout, aber halt in lustig. Open Season, veröffentlicht 1983 von Goliath. Dieses Spiel ist eigentlich ein wenig seltsam. Ich habe nämlich nie so ganz verstanden, was denn jetzt genau das Ziel hinter dem Ganzen ist. Gut, das Spielprinzip war eigentlich ganz einfach. Man musste pro Level nur auf jeder Plattform die beiden Zugänge zur nächst höheren Plattform aktivieren und dann schließlich auf der obersten Ebene das Level verlassen. Jede Plattform wurde dabei immer nur von einem Wächter beschützt, der sich automatisch in die eigene Richtung bewegt hat, sobald man eine Plattform betreten hat. Da musste man dann dementsprechend schnell sein. Zeit hatte man dabei auch nicht ewig, denn am oberen Ende lief unerbittlich ein Counter herunter, der zudem auch die Bonuspunktzahl für jeden abgeschlossenen Level war. Ich stellte mir dabei immer vor, diese Zugangspunkte wären Seilbeschwörer aus dem Morgenland und jeder Level, den ich bewältigte, bringt mich näher an den Palast des Kalifen. Irgendwas müssen sich die Entwickler doch eigentlich dabei gedacht haben, wenn sie ein Spiel schon Sesam öffne dich nennen. Die Tochter des Kalifen oder Alibabas Schatz habe ich dabei aber nie gefunden. Das lag aber auch daran, dass die Wächter auf den einzelnen Plattformen von Level zu Level schneller wurden. Irgendwann war das Ganze so sackschwer, dass ich mit meinem Bruder einen Wettbewerb am Laufen hatte, wer von uns beiden denn zuerst diese aktuelle Höchstgrenze knackt. Sowas nenne ich Motivation. Voila! Das war der zweite Schwung an Spielen für das Atari VCS 2600. Nächste Woche Montag folgt das Finale zu meinem kleinen Dreiteiler. Und jetzt seid ihr wieder an der Reihe. Welches der Spiele aus diesem Video kanntet ihr, weil ihr sie zum Beispiel schon mal gespielt habt? Oder welches Spiel hat eurer Meinung nach gefehlt? Schreibt mir das in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Damit weiß dann auch ich, ob euch das Thema gefällt und mache vielleicht noch weitere Videos zum Thema Retro Gaming. Habt ihr den ersten Teil verpasst? Dann klickt einfach hier oder der erste Link in der Videobeschreibung. Dank euch fürs Zuschauen. Bis dann.